Hallo, hier ist Nicola, Fotografietrainerin von Suitcase and Wanderlust. Kennst du folgendes Problem? Du machst ein Foto von einer Person, verwendest eine sehr offene Blende, 1,4, 1,8, fokussierst auf ein Auge und beim Anschauen des Bildes siehst du, dass nur das Auge, auf das du fokussiert hast, auch richtig scharf ist. Ein klassisches, tolles Objektiv für Porträts ist eine 50 mm Festbrennweite. Das Objektiv ist einerseits kostengünstig, aber der große Vorteil ist, dass es sehr lichtstark ist. Das bedeutet, du kannst die Blende sehr weit bis 1,4 oder 1,8 öffnen. Eine große Blende, die lässt sehr viel Licht durch und gleichzeitig sorgt sie dafür, dass wir ein schönes Bokeh, eine schöne Hintergrundunschärfe bekommen. Die Person, die du also ablichtest, die rückt in den Vordergrund. Und hier kommt eben genau das Problem. Je weiter wir die Blende öffnen, desto kleiner wird die Schärfeebene. Sobald die Person nicht mehr gerade steht und vielleicht sich ein bisschen bewegt, den Kopf dreht und ein Auge daher etwas weiter dahinter liegt als das andere, wird das nicht mehr scharf. Wir wollen also den Bereich der Schärfentiefe vergrößern, der im Fokus ist. Wenn wir also die Blendenzahl, die F-Zahl erhöhen, auf ein Auge fokussieren, haben wir dann genug Tiefe, damit beide Augen im Fokus sind. Noch ein weiterer Faktor allerdings ist, wie nah das Motiv am Objektiv ist. Wenn du bei einer Blende 2,0, 1,8 fotografierst und dein Motiv ist sehr weit weg, ist der Schärfebereich groß. Sobald die Person jedoch näher an die Kamera herankommt, ist plötzlich der Schärfebereich viel, viel kleiner. Und dann kommt noch ein Faktor ins Spiel, nämlich die Brennweite. Wir haben vorhin von 50 mm gesprochen, das ist relativ weit. Sobald du ein Tele verwendest und die Brennweite erhöhst auf 70, 100, 150, verändert sich auch der Schärfebereich und dann musst du die Blende noch etwas weiter schließen. Meine Empfehlung ist, starte mit 2,0, 2,8 und schau, ob wirklich auch beide Augen tatsächlich scharf sind. Und wenn du mit Blende, Brennweite und all diesen Begriffen noch wenig anfangen kannst, wenn die Belichtung nicht sitzt, wenn das Fokussieren nicht sitzt, dann schau dir mein kostenloses Online-Training an, da bringe ich Licht ins Dunkle.